border inhabitants here in the border region when the war became so terrible that everyone had to fly. This is written in 1949 by Jacob Kropman and his granddaughter Nelia will tell it us. Guten Tag, mein Name ist Nelia Kropman. Ich wurde am 17. September 2007 geboren, also bin ich nun 12 Jahre alt. Für mich ist der 17. September natürlich immer ein schöner Tag, auf den ich mich freue. Für meinen Opa Jakob Kropman war der 17. September 1944 allerdings ein schlimmer Tag. Opa war damals 8 Jahre alt und musste mit seiner Familie fliehen. Über diese Flucht möchte ich Ihnen nun einen Aufsatz vorlesen, den Opa einige Jahre später in der Schule geschrieben hat. Er war da ungefähr so alt wie ich jetzt. Am 17. September 1944 landeten die ersten Fallschirmtruppen bei uns in Holland. Unser Haus lag sofort in der Front. Der Engländer lag hinter dem Haus und die Deutschen lagen vor dem Haus. Auf einmal landeten die Lastensegler um unser Haus. Es waren im Ganzen 38 Stück. Abends kamen die Deutschen und schossen alle Lastensegler in Brand. Alles stand in vollen Flammen. Als unser Haus ganz zerstört war, sind wir zu meiner Tante geflüchtet. Wir hatten jeder nur eine Decke bei uns. Da sind wir noch 8 Tage gewesen, da mussten wir auch schon fort. Abends in der Dämmerung sind wir mit Pferd und Wagen nach Meer geflüchtet. Alle Leute waren in Wila schon fort. Das Vieh lief über Straßen und Felder, alles war verwüstet. Im Meer sind wir noch 3 Wochen gewesen. Da kam auch schon wieder die Front. Abends in der Dämmerung sind wir mit den Soldaten nach Zanten getürmt. Es war schon 1 Uhr nachts, als wir ankamen. Wir waren nur eben da, da mussten wir schon wieder aus dem Bett, weil Fliegeralarm war und wir in den Keller mussten. In Zanten konnten wir hören, wie sie in Wila am Kämpfen waren. Wir konnten die Soldaten alle sehen, die zur Front mussten. Am 7. Februar wurden wir in Zanten ausgebombt. Alles war verwüstet. Wir hatten kein Haus mehr, wo wir wohnen konnten. Abends mussten wir wieder sehen, dass wir ein Obdach bekamen. Dann sind wir in Birten angekommen. Wir sind noch 3 Wochen in Birten gewesen. Da haben wir die Front über uns ergehen lassen. Das Haus, wo wir wohnten, war ganz ausgebrannt. Nur der Keller war noch ganz geblieben. Da sind wir noch 3 Tage beim Engländer gewesen. Da hat er uns auch schon fortgeschickt. Da mussten wir wieder ein Obdach suchen. Da sind wir in ein Russenlager gekommen. Am anderen Tag mussten wir weiter, da sind wir nach Beilberg gekommen. Es war ein großer Bauernhof. Wir mussten von morgens früh bis abends spät arbeiten und schaffen. Wir waren 4 Wochen da. Da sind wir wieder auf unsere Heimat losgegangen. Von morgens 7 Uhr bis abends 6 Uhr gewandert. Es waren 43 Kilometer. Wir waren 3 Tage in Donsbrüggen und dann sind wir nach Meer gezogen. In Meer waren auch alle Häuser zerstört. Wir konnten wieder vom Neuen anfangen. Aber wir haben es doch geschafft, mit viel Mühe und Arbeit. In Meer sind wir noch einmal umgezogen, in ein anderes Haus. Mein Vater und mein Bruder gingen jeden Tag nach Wila, um eine Baracke zu bauen und um das Land zu bearbeiten. Als sie das Haus fertig hatten, sind wir nach Wila gezogen. Das war das letzte Mal. Dies war nun Opas Aufsatz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.